Hallo, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und das Wochenende steht vor der Tür. Bedeutet, es gibt die News zum Wochenende. Ich hoffe, deine Woche bisher war sehr schön. Vielleicht hast du auch schon die Wochenbotschaft gesehen oder die kommenden 48 Stunden. Und die kommenden 48 Stunden sowie die News zum Wochenende sind einfach eine Ergänzung, eine Vertiefung in die jeweiligen Tage. So schauen wir jetzt bei dieser Legung in den Freitag, Samstag, Sonntag rein und in die allgemeine Wochenendenergie. Und da es eine kollektive Kartenlegung ist, weißt du, dass du alles auf deine persönlichen Themen umlegen darfst und das für dich mitnimmst, was sich richtig und stimmig anfühlt. Ich möchte mich von Herzen bedanken, dass du da bist. Vielen Dank für das Liken, das Abonnieren, dass dieser Kanal wachsen darf und ich hoffe, dass du im besten Fall hier auch wertvolle Impulse für dich mitnimmst. Solltest du Hilfe und Unterstützung benötigen in Form von privaten Kartenlegungen, Heilsitzungen, Aura-Reading oder eine langfristige Begleitung auf Seelenebene, wo wir tief eintauchen in dein Energiesystem, mit der Trance ins Unterbewusstsein gehen und schauen, was dein Seelenpotenzial und deine Seelenaufgabe ist, dann schau unten vorbei. Und ich würde sagen, wir starten. Ich verbinde mich mit der Wochenendenergie, Freitag, Samstag, Sonntag und dem Seelenkollektiv. Worum geht es am Wochenende? Mit was dürfen wir rechnen? Gutmütigkeit höre ich. Gutmütigkeit. Wir starten mit dem Freitag. Oh, okay. Eine etwas schwierige und schwere Energie zeigt sich hier. Im Unterbewussten haben wir die 10 der Schwerter und im Bewussten die 4 der Münzen. So könnte es sein, dass du das Gefühl von Mangel hast, auf irgendeine Art und Weise. Das könnte jetzt natürlich auf Beziehungsebene sein. Es könnte sein, dass du generell finanziell aktuell das Gefühl hast, dass du im Mangel bist. Ich bekomme das Gefühl von Warten rein, auf etwas warten, mit etwas haushalten. Vielleicht hast du auch in letzter Zeit vermehrt Geld ausgegeben, die Münzen ausgegeben. Oder man plant für die Zukunft, dass du vielleicht etwas sparst, damit du dir etwas leisten kannst. Im Unterbewussten die 10 der Schwerter bekomme ich verbunden mit Reue, etwas bereuen. Oder aber, dass du entweder etwas bereust, getan oder gemacht zu haben. Vielmehr aber bereust du etwas nicht getan oder nicht gemacht zu haben. Und das könnte dir vielleicht auch auf den Münzen sein, auch wenn du aktuell vielleicht eher im Sparmodus bist. Bekomme ich hier Reue rein, in etwas vielleicht nicht investiert zu haben, etwas, kein Geld ausgegeben zu haben für eine ganz bestimmte Sache. Weil zu diesem Zeitpunkt, wo du hättest in diese Sache investieren können, warst du gefühlt eher gefangen. Das kann jetzt auf verschiedene Ebenen sein, besonders aber in Form von Meinungen, dass viele gesagt haben, mach es nicht, lass das lieber und du hast darauf gehört und jetzt so im Nachhinein denkst du, ich hätte es besser doch einfach gemacht. Wir schauen hier natürlich nochmal tiefer mit dem Lenormand rein. Wir klären mal die 10 der Schwerter. Es könnte ja auch mit einer Reise zu tun haben, dass du bereust, eine Reise nicht geplant oder in Angriff genommen zu haben, ein Event nicht in Angriff genommen hast, dass du vielleicht vorhattest, irgendwo teilzunehmen und irgendwie hast du es nicht gemacht und im Nachhinein bereust du es, weil es jetzt vielleicht nicht mehr zur Verfügung steht. Die 4 der Münzen zeigt hier emotionaler Mangel bezogen auf eine Person. Könnte hiermit zusammenhängen, dass du sagst, nur wegen dieser Person habe ich das und das jetzt leider nicht gemacht.
Es könnte aber auch sein, dass du die Verbindung zu einer Person mangelhaft empfindest, dass dir zu wenig, ja, Harmonie herrscht. Vielleicht ist eine Aussprache notwendig. Du möchtest eine Verbindung vertiefen und es scheint so, als würde dich eine Person nicht an sich ranlassen. Und das löst in dir Mangel aus. Auch hier haben wir Gedanken über den weiteren Weg. Wie soll das weitergehen? Bezogen auf diese Chance, die du verpasst hast. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit. Viele von euch werden so einiges in Gang setzen, um vielleicht sich noch diesen einen Wunsch, das Event, die Reise zu ermöglichen. Wiederum andere überlegen, wie kann ich langfristig mehr darauf achten, ja, dass ich auf meine Meinung achte. Und auch die große Frage, wen nehme ich mit auf eine Reise oder auf meinen weiteren Lebensweg? Vermutlich wirst du in den vergangenen Tagen in der Woche oder maximal 2 bis 3 Wochen vermehrt mit Personen in Kontakt gewesen sein. Und das diente dazu, dieser viele Kontakt mit Menschen, dass du genau reingefühlt hast oder durftest, wer noch passt oder nicht. Und mir wird gerade wie ein Mantel gezeigt. Und das soll jetzt gar nicht abwertend klingen, aber mir wird es so gezeigt, passt dieser Mantel noch? Steht mir der Mantel noch? Fühle ich mich wohl? Wie ist das Material des Mantels? Ist es Qualität, Quantität? Und das wirklich bezogen auf die Harmonie, die Gefühle, die du wahrnimmst, während du mit verschiedenen Personen zusammen bist. Und das natürlich immer im Einzelnen geguckt. Und aber auch, ja, möchte ich weiter Zeit verbringen mit dieser Person? Wir schauen in den Samstag. Königin der Schwerter haben wir hier. Oh, schön. Und die Herrscherin im Unterbewussten bedeutet, dass du wieder mehr in deine Kraft, in deine Energie kommst, dass du dich wohlmöglich Freitag oder an einem Tag am Wochenende sehr, ja, mit Mangel auseinandersetzt und es gut transformieren kannst, weil die Herrscherin, die ist ganz und gar nicht im Mangel, die ist in ihrer vollen Energie, in der weiblichen Energie und auch in der nährenden Energie. Also die weiß genau, mit wem sie Zeit verbringen möchte. Eine Person am Wochenende könnte ausschlaggebend sein, ein V, das Tier V könnte ausschlaggebend sein. Ein klares Gespräch auf verschiedenen Ebenen. Wohlmöglich ein Luftzeichen, mit dem du dich unterhältst oder in Kontakt bist. Du scheinst aber auch klare Worte nach außen zu tragen und das mit einer sehr, sehr schönen Kombination aus Liebe und Feingefühl. Klärende Gespräche. Ein Gespräch, was dir sehr viel Klarheit bringt, bezogen auf eine Sache, Situation oder Projekt, was vorher im Verborgenen war. Also du bekommst sehr viel Klarheit durch ein Gespräch mit einer Person. Ja, so dass sich alle Ungewissheiten, alle Gedanken wie in Luft auflösen, weil du jetzt einfach weißt, wo du dran bist. Die Wolken lösen sich auf. Trübe Gedanken dürfen gehen. Also eine Situation, die sehr bereichernd für dich ist, weil ja sie auch in deinem Kopf sehr, sehr erleichternd ist, sehr lösend ist, sehr reinigend ist. Wir schauen in den Sonntag rein. Am Sonntag Ritter der Kelche, sehr schön. Und der Gehängte im Unterbewussten. Klarheit bekommst du definitiv, ein neuer Blickwinkel, bezogen besonders auch auf eine Person, die dir entweder sehr schmeichelnd, die sehr feinfühlig ist. Vielleicht machst du dir auch Gedanken um eine Person, wie man
zusammen etwas angehen könnte. Vielleicht hast du diese Person falsch eingeschätzt oder du siehst sie jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel. Wohlmöglich hast du diese Person so eingeschätzt, als würde sie dir etwas wegnehmen wollen oder als würde sie nur eigennützig handeln. Das wird sich drehen, denn du schaust es jetzt auf der Gefühlsebene und bemerkst, dass da ja, es wirklich auch um dich als Person geht, um Wertschätzung dir gegenüber. Und das wird dir sehr, sehr viel geben. Für die allermeisten wird es eine Person sein, eine männliche Person, auch wenn du als Mann zusiehst. Für wiederum andere kann es eine Frau sein mit sehr männlichen Charaktereigenschaften oder männlichen Zügen. Diese Person kann vom Blick her aber immer noch etwas ausstrahlen, was dir ein bisschen Unbehagen bringt. Also wo du denkst, irgendwas ist da noch, wo du nicht so 100% vertrauen kannst. Auch wenn dein Blick sich ändert, wird irgendetwas an der Person immer noch bleiben. Und du wirst auf lange Sicht erst herausfinden, was genau das ist. Es geht hier um tiefe Heilung, einem Thema gegenüber, das was mit dir zu tun hat. Die Farbe Blau könnte auf irgendeine Art und Weise hier sehr ausschlaggebend sein. Sei es blaue Augen, sei es ja irgendwas auffällig Blaues, was entweder mit dir, mit Personen zu tun hat, mit einem Ort, höre ich. Es geht darum, dass du etwas heilst in dir. Der Stern. Es könnte sein, dass diese Person, um die es hier geht, in dir ihre Wunscherfüllung sieht. Und das kann jetzt für jeden unterschiedlich sein. Das kann sowohl sein, dass diese Person etwas mit dir zusammen ja, machen möchte und das dann die Wunscherfüllung für diese Person ist, wie auch immer. Also das Wort eigennützig steckt schon drin, aber es ist nicht ausbeuterisch. Dennoch gilt hier aufzupassen, wir haben die Diebstahlkarte, das heißt, du bekommst hier schon den klaren Blick, du bekommst hier schon eine wertschätzende Person, aber gib immer noch Acht, denn lass dich von deiner Intuition leiten. Das, was diese Person ausstrahlt, diesen kleinen Funken, den du noch nicht richtig deuten kannst, der dir irgendwo etwas noch in dir auslöst, achte darauf, dass man dich hier nicht bestiehlt in Form von Wertgegenständen, Zeit, oder Energie. Es könnte ja auch ganz, ganz viel mit Energieräubern zu tun haben. Und das bekomme ich aber eher so, wie gesagt, dass diese Person das nicht extra macht, sondern dass du dich einfach danach geschwächt fühlst, ausgelaugt. Oder auch, es macht sich bemerkbar, dass du danach sehr in Selbstzweifel steckst. Und das könnte ja auch ein Zeichen sein, dass diese Person auf irgendeine Art und Weise von dir nimmt. Wie gesagt, das muss nicht bewusst sein. Also ein Wochenende auch der Transformation, der Veränderung, der Klärung, sehr viel Klarheit mit Erkenntnis, hier mit der Klarheit, dass du hier aufräumst. Das ist ein Aufräumen der Prozesse in deinem Leben. Ein Rat des Universums, ein Rat der Engel, ein Rat der Energien. Breath of the Cosmos, my will, also mein Wille ist dein Wille und Mikromanagen, das Universum. Es geht hier darum, dass du tiefer eintauchst in dein Sein, in deine Lebensaufgabe, in, ja, ich höre gerade den Sparkle, der dich ausmacht, also das gewisse Etwas. Es dient alles dazu, dass dieses mehr und mehr freigesetzt wird. Und du bekommst kleine Häppchen, kleine Kostproben, einen Gruß aus der Küche vom Universum. Das ist sehr süß. Es könnte sein, dass du gewisse Magic Moments hast, entweder in Situationen, an Orten, in Meditationen, wie auch immer. Ein kleiner Vorgeschmack von dem, was sich jetzt noch in den kommenden Monaten sehr stark entfalten wird. Wie gesagt, es geht um die großen Fragen aktuell,
im Leben und du bekommst hier Hinweise daraus, was dich ausmacht und wie stark deine Verbindung zum Universum ist. Also achte auf deine Atmung, achte auf dein Halschakra, also auch ganz, ganz viel Wahrheit, authentisch sein, Klärung. Genieße das Wochenende. Tauche ein, vielleicht sogar in eine ganz andere Welt oder Gefühl, wie du die Welt wahrnimmst. Das waren die News zum Wochenende. Ich freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und ja, halte deine Energie, deine Schwingung hoch. Und wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.